Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Turmoil mit mir, dem Terminas, der in der letzten Folge über 100.000 hatte. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und dafür haben wir ein bisschen Aktien gekauft und das war's eigentlich. Und natürlich das Land. Wir gehen los! Wir haben so viel Geld und Geld ist gut. In der letzten Folge haben wir leider so ein Gaspocket fast erwischt mit dem Rohr und haben es dann nicht mehr wachsen lassen können. Das war ganz schön kackies, muss ich zugeben. Das hat mir nicht gefallen. Und ich hoffe einfach, diesmal haben wir nicht so viel Pech, weil viel Gas ist am Ende echt viel Geld. Wir machen so viel Kohle mit dem Gas, mit dem Thermo-Scheiß. Okay. Ihr seid relativ nah beieinander, aber ein bisschen zu Super-Silo-mäßig aneinander. I like it! Lass mal hier, dann passt ein Super-Silo hin. Okay, ihr findet alles so... Oh Gott, da. Erstmal in die Luft packen, die Pferde. Weil ihr wisst ja, Pferde sind Flieger. Weißt du was, ich gebe gleich Vollgas. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber ich habe ja quasi das Geld, um die Wägen jetzt zu kaufen. Das ist nicht zu weit. Und solange ich richtig hart ablutschern kann, wenn das noch über einem Dollar ist, dann tue ich das auch. Ärgerlich. Hammer ärgerlich, was ist da los? Oh! Unangenehm. Aber wo ist dein Öl? Aha. Ich werde hier ein super. Ich werde hier Silos bauen. Also navigiert. Eins. Zwei, dann sollt ihr nicht mehr verkaufen. Hier gehen vier verkaufen. Die anderen packen das schön in meine Silos. Dann packe ich hier einen Turm hin und da passt nochmal ein Silo hin auf jeden Fall. Und das braucht halt den Bohrer. Ich werde da jetzt nicht gerade runterbohren, weil da sind Steine. Das wäre wahrscheinlich unangenehm. Was ich auch machen kann, ist nochmal zwei Billebobs laufen lassen. Also das vielleicht soll ich einfach gerade alles verkaufen. Oder weil hier sind keine Steine. Ich mach so und so. Was ist das? Ich muss das nicht so groß machen. Aus dem einfachen Grund, dass das nichts bringt. Bam. Können wir hier reinbauen? Bohren, bitte. Richtige Fachterminologie benutzen. Ich kann meine Sprache, auch wenn es nicht immer so scheint. Oh, zum Glück habe ich den Bohrer noch gekauft, das hätte ich jetzt reingebuddelt. Wir machen hier schon mal zu. Das geht noch alles gar nicht, das ist voll ärgerlich. Das ist voll ärgerlich! Wir machen hier mal weniger. Das hier würde ich gerne vergrößern. Da mache ich mir, glaube ich, gar nichts mehr. Aber 80 ist schon hart. Einer darf, dass wir ein beständiges Einkommen haben. Hier unten soll sich La Ölla befinden. Die Olle heißt das auf Spanisch. Ja, okay, hier können wir schon mal ablutschen soweit. Die La Ölla, wisst ihr ja? Nein. Ja. Laola. Bitte gib bitte mir Laola. Ich mach mal noch keine breiteren Rohre. Das ist manchmal irgendwie gefühlt gar nicht so gut, wie ich das immer will. Dass es das ist. Ja, genau deswegen, weil es geht schon wieder los. Verkauft mal alle. Wir haben gerade so schön viel. Ich muss nur jetzt sofort Wägen kaufen, weil hier ist keiner mehr. Ups! Eins, zwei, drei. Kriege ich noch mal kurz Munz vor Kulek? Ich mag Munz. So, dann kann ich das hier machen. Hart unangenehm. Hart unangenehm. Oh.
Das hättet ihr nicht machen müssen. Das hat mir jetzt nicht so sehr gefallen. Nehmen wir mal das hier. Nehmen wir das hier. Nehmen wir das hier. Und das hier. Und das hier. Oh, schön Gas. Gas! Das klang jetzt ein bisschen mehr Adi, als ich es wollte. Das gebe ich zu. Pass auf, wir machen... Bitte was? Ihr macht das, ne? Und hier unten ein Scanner. Für Öl! Das ist das Zeug, was ich so gern... Und was haben wir hier? Oh, I wanna know that you be my girl. Pass auf. Das ist nice. Das ist hammer nice. Richtig schön, saftig viel Gas. Zu. Machen wir schön alles weg. Hier unten habe ich schon wieder was gefunden. Mit dem Maulwurf. Das ist Öl. Öl nehme ich gerne mit, wisst ihr ja. Was ist noch das Problem? Ich muss mal kurz hier rüber. Was passiert hier? Ich krieg gerade nichts. Oh mein Gott! Das passiert, wenn man nichts mitbekommt. Wir machen so. Ich weiß noch nicht, wo ich verkaufe. Wahrscheinlich hier drüben, weil hier einfach mehr Gas ist. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Hey! Das ist ja wohl absolut Frechheit. Ich habe gerade kein Geld, aber ich brauche Geld. Oh, ich brauche ganz viel Geld tatsächlich. Ich habe nämlich auch kein Silo mehr. Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Könnt ihr da mal auftanken? Oh, das war knapp. 3. So, pass auf, wo liegt das Problem? Wir finden kein Öl mehr. Das ist gut. Oh Gott, Silo. Könnt ihr da mal bitte? Und so, ihr wisst schon, das coole Zeug. Holt das Öl da raus! Boah, Kinders, ihr macht mich fertig. Da war knapp. Das gebe ich zu, das war vielleicht ein bisschen knapper, als es hätte sein müssen. Ich glaube, diesmal brauche ich tatsächlich noch ein Silo. Ich bin mir unsicher, weil... Weißt du? Weißt du? Aber es läuft gut. Wir haben extrem viel Gas. Hier ist natürlich, es ist so weit, dass es sehr langsam wächst noch. Aber dann wird ja. Ich schicke mal nochmal 2 Moles los. Ich glaube nicht mehr, dass wir was finden. Und jetzt ist es sowieso recht spät. Wir brauchen noch ein Silo. Ja, nein. Ich glaube nicht mal unbedingt, weil das ist gleich leer. Das Gas wächst, glaube ich, nicht mehr so bald. Lohnt es sich, hier ein Rohr rüber zu ziehen? Ich meine, ich muss hier sowieso zumachen später. Tatsächlich glaube ich, ich mache hier jetzt zu. Aber dann ist mir alles egal. Ich verkaufe noch ein bisschen Öl, einfach dass ihr... Hier hat doch jemand Öl gefunden, leck mich am Arsch. Und niemand sagt mir was. Niemand sagt mir was, das ist noch ein ganzer Ölvorrat. Aber ich meine, solange das Gas noch wächst, habe ich Zeit. Alles gut, August, September, Oktober. Oh, ja, ist ein bisschen fortgeschritten. Lutsch das so schnell wie möglich leer, das sind mir die Rohre tatsächlich wert. Die können hier immer schön verkaufen, vielleicht muss ich gucken.
dass hier mehr Leute verkaufen. Einfach, dass ich hier und so. Das Geld habe ich. Pass auf. Das muss recht bald. Das muss auch irgendwann. Jetzt nicht, aber irgendwann. Und ich glaube, dann passt das ins Silo. Viel ist nicht mehr. Ist auch cool, wenn ein paar Wägen schon gefüllt sind, tatsächlich. Ja, es gibt kein Öl mehr. Hoffe ich. Hoffe ich. Das wäre richtig unangenehm, tatsächlich. Mal ein bisschen flott. September. Wie immer Mitte Oktober. Wäre cool, wenn wir anfangen können. Der findet nichts mehr. Hoffe ich. Hoffe ich tatsächlich, weil es sind 1000 Dollar sonst, die recht schwer werden, nochmal zu fördern. Geh mal weg, okay? Geh einfach weg. Mitte Oktober. Pass auf. Müssen wir jetzt so machen? Der findet nichts mehr. Das hoffe ich ganz stark. Das hoffe ich extrem stark. Das wächst nicht mehr. Wir haben drei echt große Dingers. Das kaufen wir uns. Und jetzt warten wir, weil wir haben drei Gaspockets, ja? Das alles schnubberig. Alles schnubberig. Wir geben ein bisschen Gas. Mitte November gehen wir dann wieder ran an den Speck. 20. diesmal. Ich weiß, riskant. Oh, ich habe gar nicht so viel Wägen. Upsi! Darauf hätte ich achten sollen. Auf alles achte ich, aber darauf nicht. Aber wir haben so viel Gas noch tatsächlich, dass ich warten könnte. Wir lassen mal das eine leer gehen. Ich weiß, das ist alles riskant, was ich hier mache. Aber es fließt ja noch wie blöd. Aber ich will auch verkaufen. Jetzt will ich verkaufen. Das ist mir zu spät. Ich habe Angst. Das ist schön hoch, das Geld. Ich glaube, über 4 Dollar kriege ich es nicht. Und ich muss ja auch jetzt das Öl loswerden. Es ist fucking hohen Dezember. Treefiddy. Über 3,50 habe ich gerade ein Achievement bekommen, dass ich über 3,50 verkaufe. Schaffen die das? Oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Oh Mann! Habe ich zu spät gekauft. Das tut ein bisschen weh. Ich meine, ich habe immer noch. Oh, das ist so viel Öl. Das ist gerade nicht wenig Öl gewesen. Dass ich einfach nicht verkauft habe. Wir müssen Mitte November anfangen, spätestens. Okay, da habe ich einen dicken Fehler gemacht. Ach du Scheiße. Für 4, ja, ich muss das ja kaufen. Muss ich. Also ich muss. Irgendwo muss ich ja schon. Ja. Ich habe gerade mehr gezahlt als beim letzten Mal. Aber das ist gut. Ich bin immer noch über 100.000. Was heißt, ich kann die einfach komplett abziehen. Beim nächsten Mal. 483 für Left Ink. Left Ink ist gut. Ölaustritt. Muss ich einfach drauf achten. Ich bin ja nicht doof. Aber ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann doch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Das ist beim nächsten Mal wieder. Discord Link in der Beschreibung. Und ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen auf. Vielleicht mache ich tatsächlich das Spiel jetzt fertig. Ich weiß nicht, 2 Stunden wird gestreamt. Nicht ich, aber hey. Bye, bye.